In diesem Video geht es um das Thema Mann verliebt machen und vor allem, wann sollte ich mit einem Mann schlafen, wenn ich eine ernste Beziehung mit ihm möchte. Genau um dieses Thema geht es in diesem Video. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, wann sollte man mit einem Mann schlafen? Es gibt ja verschiedene Frauen, manche sagen, okay, ich möchte nach der Hochzeit erst mit meinem Partner schlafen. Manche sagen, okay, im ersten Date, das ist völlig in Ordnung. Das kann natürlich jeder selbst entscheiden. Nur wenn man psychologisch bedingt das Ganze angeht und wirklich möchte, dass man mit diesem Mann ja, eine Beziehung führt, dann sollte man natürlich sich auch so verhalten, dass der Mann auch gewillt ist, eine Beziehung zu führen. Und ich will dir auch heute in dem Video zeigen und auch erklären, psychologisch gesehen, warum du nicht so früh mit deinem Partner, also mit diesem Mann, schlafen solltest. Er ist jetzt noch nicht dein Partner. Du willst ihn ja erst in dich verliebt machen. Wie gesagt, das werde ich dir erklären anhand auch eines Beispiels. Ja. Es ist wichtig, dass du verstehst, warum ja, Männer überhaupt eine Beziehung eingehen wollen und wann sie es wollen. Du musst dir vorstellen, ja, ich nehme jetzt noch als Beispiel, ich kenne jetzt deine Situation natürlich nicht, aber ich will jetzt ein Beispiel nennen, um dir zu erklären, warum du nicht so früh mit dem Mann schlafen solltest. Es ist so, als Beispiel, wir nehmen jetzt an, du hast jetzt seit 2 Monaten beispielsweise Kontakt zu diesem einen Mann und ihr habt euch auch schon regelmäßig getroffen. Das heißt, ihr habt euch 4, 5 Mal gesehen und jetzt ist es soweit, ja, dass am Wochenende quasi ein Treffen bevorsteht, wo ihr zusammen einen Film schauen wollt. Ja, beispielsweise. Ihr trefft euch bei ihm zu Hause und du machst dir natürlich Gedanken und denkst dir, okay, was würde wohl an dem Abend passieren? Ja, werdet ihr miteinander schlafen oder nicht? Kommt ihr euch näher? Werdet ihr zusammenkommen oder nicht? Und jetzt ist die entscheidende Frage, was machst du jetzt? Ja, wie gesagt, du hast dich 4 bis 5 Mal mit ihm getroffen. Das bedeutet, psychologisch bedingt hat dieser Mann ja, schon viel Zeit und Energie investiert für euer Verhältnis, für eure Beziehung, ja, inoffizielle Beziehung, euer Verhältnis einfach dargestellt. Und so ist es jetzt natürlich für ihn eine Herausforderung. Es ist aber da wichtig zu wissen, ja, wie viel Zeit und wie viel Energie hat er wirklich investiert dafür. Ja? Denn wenn es quasi, wenn alles von dir ausging, hat er nicht wirklich viel Energie und Zeit investiert, sondern hat einfach nur zu jedem Treffen einfach nur Ja gesagt und ist einfach erschienen. Ja? Aber wichtig ist, dass er sehr viel Energie, sehr viel Zeit ja, für dich quasi auch investiert. Denn ich werde dir das jetzt auch anhand eines weiteren Beispiels erklären, warum es so ist. Angenommen, du nimmst an einem Halb- oder Marathon teil. Ja, 30 Kilometer nehmen wir jetzt als Richtwert und du bist jetzt bei den 28 Kilometern. Du bist 28 Kilometer jetzt gelaufen, du fühlst dich aber richtig K.O., du bist richtig schlapp. Ja, du hast sehr viel Zeit, sehr viel Energie investiert. Was denkst du dir, wenn du die 28 Kilometer auf der Uhr siehst ja, und weißt, es sind noch 2 Kilometer? Dann schaltet dein Kopf so ein, dass er sagt, okay, komm, ich schaffe das noch, ich kriege das noch hin. Ja, wenn du bei 10 Kilometern bist oder wärst, ja, dann wäre es ganz anders. Dann wird dein Körper oder auch du selber, dein Bewusstsein auch dir sagen, hey, pass auf, das schaffst du nicht. Ja, wenn du bei 10 Kilometern schon nicht mehr kannst, dann wirst du auch die restlichen 20 Kilometer nicht mehr schaffen. Was ich dir damit sagen will, ist, wenn der Mann schon sehr viel investiert hat, sehr viel Zeit, sehr viel Energie und bis zu diesen 28 Kilometern quasi schon gelaufen ist, ja, dann will er auch die 30 Kilometer laufen. Ja. Das heißt, die 2 weiteren Kilometer. Und das heißt, im Endeffekt jetzt auf euer Verhältnis gesehen, ist es so, dass er dich dann auch als Freundin gewinnen möchte. Wenn er aber nur wenig investiert, dann lässt er es alles schludern, dann lässt er ja, dann meldet er sich, wann er mal Lust hat, dann hat er einfach keine Bindung, nichts, was ihn auch animiert, weiterzumachen oder ihn animiert überhaupt, eben um dich zu kämpfen. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich da eben richtig verhältst, dass du wirklich im Gespräch, wenn ihr bei WhatsApp schreibt, wenn ihr telefoniert, wenn ihr euch trefft, ja, dass du erstens ihn nicht direkt zum Ziel bringst. Ja? Das wäre nämlich zum Beispiel beim Marathon so, dass er 5 Kilometer läuft ja, und aber schon beim Ziel ist, obwohl 30 Kilometer das Ziel ist. Ja, aber jemand sagt, pass auf, du bist 5 Kilometer gelaufen, du bist jetzt schon am Ziel. Und dann braucht er auch nicht mehr weiterzulaufen. Ja? Dann läuft er nicht diese 25 Kilometer weiter. Warum? Er hat es doch geschafft, er ist am Ziel. Ja, und das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass es für viele erstmal unverständlich ist, warum ein Mann dann kein Interesse mehr hat. Aber es ist einfach ja, der Jägerinstinkt in uns Männern, der natürlich bei jedem oder bei vielen Männern unterschiedlich ist, aber im Endeffekt ist es einfach in uns verankert. Ja, da können wir nichts gegen tun. Ja, bei Frauen gibt es auch viele psychologisch bedingte ja, Merkmale, die man halt schnell erkennt und die halt auch bei vielen Frauen existieren. Aber es ist halt wichtig, dass man
ja, eine gesunde Mischung hat. Ja, man darf natürlich nicht zu desinteressiert sein, man darf auch nicht dem Gegenüber eben alles oder die ganze Zeit und Energie investieren lassen. Man muss natürlich auch was dazu beitragen. Da gibt es eine gesunde Mischung und wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass du da verstehst, okay, wie kann ich überhaupt oder wie bringe ich ihn überhaupt dazu, dass er wirklich überhaupt erst losläuft. Ja, weil viele denken, ja, ne, ich schreibe dem die ganze Zeit und er schreibt ein bisschen zurück und hier und da, aber im Endeffekt kommt da nichts. Ja, und das ist einfach, weil er noch nicht losgelaufen ist. Ja, er hat noch nichts gemacht. Und es gibt natürlich da ein paar psychologische Tricks bei. Und wie gesagt, ich kann dir natürlich gerne dabei helfen. Es ist natürlich wichtig, dass ich deine Situation besser einschätzen kann. Vor allem auch weiß, okay, in was für eine Situation befindest du dich gerade. Denn es gibt verschiedene Situationen. Es gibt jetzt nicht, ich kann jetzt nicht ein Video machen, wo ich sage, pass auf, du musst das, das und das machen. Ja, oder und das und das und das. Spezielle Nachrichten, psychologische Tricks kann ich dir alles geben. Nur das bringt nichts, wenn es eben für deine Situation nicht passt. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass ich eben deine Situation erstmal einschätzen kann und dann kann ich dir sagen, okay, pass auf, ich sehe sehr gute Chancen, ich kann dir dabei helfen und ich würde dir auch helfen. Ja, und dann zeige ich dir natürlich, wie ich dir helfen kann, beziehungsweise was du zu tun hast, ja, Step by Step. Aber wie gesagt, nur so funktioniert es, nur so kann ich dir wirklich helfen. Deshalb klicke jetzt hier unter diesem Video auf den Link oder Button und fülle den Fragebogen aus, damit ich deine Situation besser einschätzen kann und vor allem dir auch sagen kann, ob ich dir helfen kann und vor allem, wie ich dir helfen kann. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und freue mich, wenn ich dir wirklich persönlich helfen kann. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und falls du kein Video mehr verpassen möchtest, dann kannst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal.